Bonn, 1. Dezember 1966. Kurt Georg Kiesinger wird Bundeskanzler. Seine Vorgänger: Ludwig Erhard, der Vater des Wirtschaftswunders, und Konrad Adenauer, der große alte Mann der Deutschen. Da die Freien Demokraten die Verantwortung nicht mehr tragen wollten, war die Große Koalition das Gebot der Stunde. Keinem ist recht wohl dabei, auch dem Regierungschef nicht, dem man nachsagt, er sei ein Meister behutsamer Verhandlung und zielbewusster Überzeugungskraft. Hier im Bundestag hatte er 17 Jahre vorher bereits gestanden, hatte gekämpft, beschworen, überzeugt. Damals, als aus dem Nichts ein neuer Staat entstand. Damals fielen die Entscheidungen, die heute unseren Alltag bestimmen. Soziale Marktwirtschaft, EWG, soziale Sicherheit, NATO. Damals standen die Sozialdemokraten gegen diese Entscheidungen, in harter Opposition. Damals hörte man den Namen Kurt Georg Kiesinger zum ersten Mal. 1958 ging er als Ministerpräsident nach Stuttgart. Einer der führenden politischen Gegner sandte ihm ein Telegramm: Bonn ist ärmer geworden. Mit sicherer Hand führte Kurt Georg Kiesinger Baden-Württemberg. Dann holte die CDU-CSU ihn nach Bonn zurück. Und Bonn wurde reicher durch ihn. Seit 2,5 Jahren steht er an der Spitze. Was alles ist auf ihn eingestürmt? Krisen, Probleme, der tägliche Szenenwechsel der außenpolitischen Konstellationen, die Zerstörungswut der Radikalen, das alles 1000 Tage lang. Mit einem Terminkalender ohne Pause und mit einer öffentlichen Meinung, die vom Staatschef verlangt, ein Wundermann zu sein. Ein Mensch, der für 60 Millionen denken muss, immer im Dienst, stündlich gefordert, nie allein. Hobbys, private Vergnügen und Familienleben stehen ganz klein im Tagebuch eines Bundeskanzlers. Dieser Auftrag ist unausweichlich. Wer ihm gerecht werden will, braucht viel innere Stärke, viel Ruhe und Ausgeglichenheit. Kurt Georg Kiesinger hat in 1000 Tagen bewiesen, dass er denken, entscheiden und führen kann. Er hat allen Unkenrufen zum Trotz den Aufstieg der Bundesrepublik fortgeführt. Er hat die Richtlinien festgelegt, nach denen es erfolgreich weiterging. Er muss Bundeskanzler bleiben. Auf den Kanzler kommt es an.